In diesem Video geht es um das Erstellen eines einfachen tabellarischen Lebenslaufs mit LibreOffice Writer. Ich habe ein neues Textdokument gestartet und lege nun auch schon gleich los. So wird der Lebenslauf dann am Ende aussehen. Wir haben einzelne Abschnitte, wie zum Beispiel die Angaben zur Person, den praktischen Erfahrungen, die Schulbildung und die persönlichen Fähigkeiten und Kompetenzen. Wir haben darin dann die einzelnen Eigenschaften aufgezählt. Wir haben ein Bild, wir haben eine Unterschrift und wir haben das Ganze mit der Tabelle angeordnet. Nur kurze Einleitung. Ich habe mich dafür entschieden, hier mit Tabellen zu arbeiten. Es würde noch die Möglichkeit geben, das mit Tabulatoren nachher einzurücken. Aber ich habe mich dagegen entschieden, weil ich die tabellarische Variante einfacher zu handhaben finde. Bei den Angaben, die sich in diesem Lebenslauf befinden, habe ich mich an der Webseite planet-beruf.de von der Bundesagentur für Arbeit orientiert. So, nun geht's aber auch schon los. Zuerst kümmere ich mich um den Inhalt. Das bedeutet, das ganze Layout passiert in einem zweiten Schritt. Ich beginne mit dem Titel des Dokumentes, dem Lebenslauf. In der nächsten Zeile füge ich nun eine Tabelle ein. Dies kann ich entweder über die Symbolleiste hier machen, indem ich zwei Spalten auswähle, oder ich hätte über das Menü über Tabelle und Tabelle einfügen gehen können. Nun kommen die ersten Abschnitte, die Angaben zur Person. Mit der Tabulator-Taste wechsle ich zwischen den einzelnen Zellen. Die Tabulator-Taste befindet sich auf der Tastatur auf der linken Seite über der Feststelltaste. Drücke ich noch einmal an die Tabulator-Taste, wird eine neue Zeile hinzugefügt. Man sieht, in LibreOffice wird automatisch hier im unteren Bereich eine neue Symbolleiste mit Funktionen, die ich brauche, um die Tabelle zu verändern. So könnte ich zum Beispiel hier eine Zeile einfügen oder auch Zeilen löschen. Aber nun weiter zum Inhalt. Es kommt erst der Name. Nun kommt ein neuer Teil, nämlich die Kontaktdaten. Hier ist die Straße. Mit der Enter-Taste füge ich einen neuen Absatz ein. Nun kommt die Postleitzahl, gefolgt von der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse. Als nächstes kommt der Geburtstag und der Geburtsort. Nun kommt schon der nächste Abschnitt, die praktischen Erfahrungen. Ich wechsle wieder mit dem zweimaligen Tab-Druck. Auch hier wieder eine neue Zeile für einen neuen Eintrag. Hier müsste man jetzt aufpassen, dass seit in dem Fall klein geschrieben wird. Das Problem ist jetzt wieder, ich habe mit dem Tabulator die Zelle verlassen und die Autokorrektur hat gedacht, es ist ein Satzanfang und hat deswegen den ersten Buchstaben wieder groß geschrieben. Das kann ich umgehen, indem ich mit der Maus die Zelle wechsle. Ehrenamtlicher Lesepate, könnte man nochmal eine neue Zeile angeben. Als nächster Abschnitt kommt die Schulbildung. Nun könnte der Schulabschluss angegeben werden. Die Fachoberschulreife vielleicht. Vielleicht ist es aber auch nur der erwartete Schulabschluss, weil das eher noch weil dieses Datum in der Zukunft liegt. Nun wird in umgekehrter chronologischer Reihenfolge die Schullaufbahn eingetragen. Das heißt, die aktuelle Schule wird als erstes eingetragen. Sollte man hingegen schon den Schulabschluss haben, könnte man hier auch die Durchschnittsnote eintragen. Weiter geht's mit den persönlichen Fähigkeiten und Kompetenzen. Hier könnten nun vielleicht Computerkenntnisse. Computerkenntnisse könnten zum Beispiel Büroanwendung, LibreOffice oder Programmierung heißen. Sprachkenntnisse, vielleicht gute Französischkenntnisse und persönliche Stärken, Frustrationstoleranz. Nun könnte ich auch noch Hobbys aufführen, lesen und der Klassiker Fotografie sein. Jetzt ist das Inhaltliche fast abgeschlossen, nur dass noch die Unterschrift folgen muss. Also sind wir wieder in der Musterstadt am 22. Januar 2022 und die Unterschrift füge ich gleich ein. So, nun ist erstmal das Inhaltliche getan. Wir haben alle Daten in unserem Lebenslauf, die notwendig sind. Nun geht es daran, das Ganze zu formatieren. Ich möchte hier mit Formatvorlagen arbeiten. Das heißt, der Lebenslauf ist erstmal der Titel. Auch wenn er mir dort in der Mitte noch nicht gefällt, das kann ich nachher nochmal alles ändern. Dann wähle ich die gesamte Tabelle aus und weise diesen die Formatvorlage Textkörper zu. Nun sehe ich allerdings, dass jedes Mal, wenn ein Absatz eingefügt wurde, der Abstand doch ziemlich groß ist und zwischen der Adresse und der Postleitzahl darf gar nicht so ein großer Abstand sein. Deswegen lösche ich nochmal kurz hier dieses Absatzende-Zeichen,
indem ich auf die Entferntaste drücke. Die befindet sich auf der Tastatur über den Pfeiltasten. Dafür füge ich einen Zeilenumbruch mit der Umschalttaste Enter ein. Nachdem ich das gemacht habe, sieht man auch hier, dass ein anderes Symbol ist. Dieses bedeutet also, dass es immer noch ein Absatz ist. Gleiches könnte ich jetzt auch nochmal bei der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse machen. Dabei fällt mir auf, dass ich hier einen Tippfehler habe, den ich jetzt gleich nochmal ändere. So, weiter geht es. Die Abschnitte sollten auch ein bisschen deutlicher gekennzeichnet werden. Dafür gehe ich nun in dieses entsprechende Feld mit den Überschriften rein und wähle hier die Textvorlage Überschrift 1 aus. Dies kann ich auch mit der Tastenkombination STRG 1 machen. Nun sieht das Ganze mit der Tabelle etwas merkwürdig aus, deswegen muss ich diese nochmal formatieren. Hierfür wähle ich mit der rechten Maustaste das Kontextmenü irgendwo in der Tabelle und gehe auf Tabelleneigenschaften. In der Lasche Umrandung wähle ich aus, dass keine voreingestellten Linien dort sind und den Innenabstand, also den Abstand von der Linie zum Text, wähle ich überall mit 0. Nun sieht man noch so leicht grau diese Linien von der Tabelle. Diese werden aber später beim Drucken oder beim Exportieren ins PDF nicht mit angezeigt. Das sieht man auch, wenn man unter Datei auf Druckvorschau geht. Ich zoome noch mal ein bisschen ran. Jetzt sind die Linien nicht mehr vorhanden. Ich schließe wieder die Druckvorschau. Nun ist der Abstand zwischen diesen Eigenschaften und den Werten, die da drin stehen, doch etwas groß. Dafür kann ich mit der Maus auf diese Trennlinie zwischen den beiden Spalten gehen und mit der gedrückten linken Maustaste das etwas näher ranziehen. Jetzt kann man schauen, ob irgendwo das zu nah ist. Ja, ich würde es jetzt noch ein bisschen weiter auseinandernehmen. Jetzt hat man allerdings das Problem hier, besonders bei persönlichen Fähigkeiten und Kompetenzen, dass mehrere Zeilenumbrüche drin sind. Das ist nicht so schön. Deswegen markiere ich von den Abschnittsüberschriften nochmal beide Zellen und wähle hier unten Zellen verbinden. Dafür könnte ich auch das Kontextmenü nehmen. Ich markiere wieder die beiden, wähle mit der rechten Maustaste das Kontextmenü und gehe auf Zellen verbinden. Und gleich sieht man, dass dadurch auch die gesamte Breite der Tabelle ausgenutzt wird. Nun gefällt es mir noch nicht so gut, dass hier Musterstadt mit der Unterschrift, wo auch ein Tippfehler drin ist, zu nah an der Tabelle dran ist. Dafür kann ich jetzt wieder die Tabelle auswählen, mit der rechten Maustaste das Kontextmenü öffnen und die Tabelleneigenschaften auswählen. Und hier kann ich nun in der Lasche Tabelle den Abstand nach unten nochmal festlegen und sage, dass dort nochmal ein halber Zentimeter Platz ist. Nun hatte ich gesagt, dass mir der Titel hier oben nicht so gut gefällt, wenn der so mittig ist. Dies kann ich nun ändern, indem ich hier oben in den Formatvorlagen den Titel auswähle und die Formatvorlage bearbeite und bei der Ausrichtung sage, dass das Ganze links sein soll und mit OK bestätige. Nun ist es ja nicht mehr verpflichtend, dass ein Bewerbungsfoto eingefügt wird, aber ich finde, das sieht besser aus. Ich habe jetzt kein Foto von mir gefunden, sondern ich habe eins, was ich ohne Lizenzabgaben nutzen kann. Dafür habe ich hier in meinem Dateibrowser einmal das Bewerbungsfoto, was ich nun per Drag and Drop, also mit gedrückter Maustaste, hier rüberziehe. Das ist nun etwas groß, das verkleinere ich, indem ich es auswähle und hier in diese orangen Felder greife, bis sich der Cursor wieder ändert und es ein bisschen kleiner skaliere. Nun möchte ich, dass das Ganze am rechten Rand orientiert ist. Wenn das Bild ausgewählt ist, habe ich hier oben in der Symbolleiste die Möglichkeit, das Objekt auszurichten. Und das hätte ich gerne am rechten Rand. Könnte vielleicht auch noch ein bisschen nach oben gehen. Ähnlich mache ich das mit der Unterschrift. Diese habe ich vorher schon mal freigestellt. Das heißt, dass dort nur die Unterschrift zu sehen ist. Man sieht, die Schrift wird jetzt umgebrochen. Das sieht etwas merkwürdig aus. Deswegen muss ich das ein bisschen weiter darunter platzieren. Hier haben wir jetzt eine sehr einfache Variante des Lebenslaufs, die aber für Bewerbungen beim Schülerbetriebspraktikum zum Beispiel ausreichen sollte. Ich schaue es mir nochmal in der Druckvorschau an.
Und eigentlich bin ich damit sehr zufrieden. Was mir jetzt aber doch noch nicht gefällt, ist die Unterbrechung und dieser größere Abstand hier bei den Kontaktdaten. Da füge ich doch noch mal nur einen Zeilenumbruch ein. Beim Drüberschauen ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass dieses Problem auch in mehreren anderen Stellen noch aufgetreten ist, zum Beispiel hier bei dem ehrenamtlichen Lesepatenschaft. Auch hier würde ich jetzt nochmal die Umschalttaste und die Enter-Taste drücken, damit kein neuer Absatz eingefügt wird, sondern nur ein Zeilenumbruch. Genauso auch nochmal hier bei den Computerkenntnissen. Sonst wirkt es doch ungleichmäßig zwischen den Teilen hier oben und den Teilen hier unten. Sollten einem nun die Abstände zwischen diesen einzelnen Abschnitten zu groß sein, kann man wieder mit den Formatvorlagen arbeiten. Zum Beispiel möchte ich jetzt mal probieren, wie das Ganze aussieht, wenn hier diese einzelnen Aspekte wie Name, Kontaktdaten und so weiter näher zusammen sind. Dafür kann ich wieder die Absatzvorlage bearbeiten. Ich wähle diesmal den Weg über die rechte Maustaste für das Kontextmenü, gehe hier in Absatz und auf Absatzvorlage bearbeiten. Hier habe ich nun die Möglichkeit, in den Laschen wieder dafür zu sorgen, dass der Abstand nach der Schrift kleiner ist. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, wo er genau war. Natürlich bei den Einzügen und den Abständen. Hier ist nun unter dem Absatz ein Viertelzentimeter. Vielleicht möchte ich aber hier nur 15 mm haben. Man sieht, das Ganze ist nun ein bisschen näher zusammengerückt. Man kann immer noch ganz gut unterscheiden, welches sind die einzelnen Abschnitte. In einem weiteren Video werde ich mal schauen, wie man nun mit dieser Grundlage einen etwas schöneren Lebenslauf noch gestalten kann, der ein bisschen mehr hermacht. Um dieses Video nicht zu verpassen, am besten einmal abonnieren. Bis dahin, alles Gute! Erscheint hier unten eine neue Symbolleiste, mit der ich Eigenschaften der Tabelle ein...